Bist du jemand, der mit schlechten Ballkontakten in seinem Spiel kämpft und könntest etwas mehr Länge vertragen? Dann ist dieses Video perfekt für dich. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich, wo ich Kurse abhalte und Unterricht erteile. Um einen Golfball effizient und gut zu treffen, ist es absolut wichtig, dass man den Schwungbogen kontrolliert. Was meine ich damit? Der Schwungbogen ist die vorgestellte Ebene, auf die der Schlägerkopf schwingt. Ja? Du kannst sehen, dass ich jetzt eine Ebene habe, wo der Schläger ja, relativ flach zum Boden entlang schwingt. Ich streife den Boden und ich komme dann auch mit einem angenehmen Eintreffwinkel zum Ball. Was heißt das angenehme Eintreffwinkel? Das heißt, dass ich jetzt nicht zu spitz komme oder so komme, dass der Schläger schon bereits in der Aufwärtsbewegung ist, wenn ich beim Ball bin. Nein, ich möchte, dass der Schlägerkopf die Schwungbahn so ist, dass der Ball getroffen wird und der Boden mehr oder weniger zur selben Zeit und dann geht der Schläger ein bisschen flach raus und dann kann man den Ball konstant und gut treffen. Nicht nur ist es wichtig, die Form des Schwungbogens richtig zu haben, sondern auch die Höhe. Etwas sehr, sehr Entscheidendes. Bin ich zum Beispiel jemand, der den Schwungbogen zu hoch schwingt, ja, das ist so, treffe ich den Ball gar nicht. Bin ich jemand, der den Schwungbogen zu tief schwingt, ja, haue ich vor den Boden rein. Und wenn ich genau richtig komme, dann habe ich einen optimalen Kontakt. Aber genau das ist es, was den meisten Golfern so schwer fällt, diesen Schwungbogen richtig zu kontrollieren, dass die Höhe stimmt. Was ist der Schlüssel, um diesen Bogen zu kontrollieren? Das ist für mich der sogenannte Schwungradius. Der Schwungradius bedeutet für mich im Prinzip ganz einfach vorgestellt, da gibt es einen Abstand zwischen den Händen und der linken Schulter. So stelle ich es mir sehr gerne vor. Und da kann man sich geistig eine Schnur spannen und ich möchte im Aufschwung, dass diese Schnur gespannt bleibt, im Abschwung gespannt bleibt und auch im Durchschwung gespannt bleibt. Wenn ich jetzt hergehe und habe irgendwo einen Zusammenbruch, sprich ich werde das jetzt hier enger machen, also die Ellbogen abbiegen, dann wird der Abstand enger, dann muss ich das irgendwie reparieren und die Manipulation, um das wieder richtig zu machen, ist natürlich nicht einfach. Natürlich kann es auch auf anderen Stellen des Golfschwungs passieren. Es kann natürlich sein im Abschwung, dass man eng wird. Es kann im Abschwung sein, dass man zu weit wird. Es kann aber auch sehr häufig passieren, und das ist wirklich was sehr, sehr Häufiges, dass man eigentlich zum Ball halbwegs richtig hinkommt und im letzten Moment alles anzieht. Wer kennt es nicht, die angezogenen Arme. Damit wir das jetzt für alle Zeiten reparieren, habe ich jetzt diese tolle Übung für dich. Die Übung, die ich dir jetzt zeige, nenne ich die Miss Golf Übung. Warum Miss Golf? Weil ich habe hier so eine Art Schärpe, kann man sich vorstellen, wie es bei einer so einer Misseswahl gibt. Im Prinzip ist das nur ein Gummiband, ja, so wie es das du in jedem Sportfachhandel bekommst. Ja. Und was ich mache, ist, ich gebe das hier über meinen Hals und jetzt unter meine vordere, ja, unter meinen vorderen Arm, sodass jetzt das Band unter meiner linken Achselhülle als Rechtshänder jetzt ist. Ja. Jetzt schaue ich aus wie eine Miss, oder? Nicht ganz, oder? Okay, also machen wir weiter. Jetzt habe ich einen Schläger in der Hand, ich nehme ein ganz normales Setup ein. Und was du jetzt machst ist, du nimmst die hintere Hand, in meinem Fall die rechte Hand, und ich fahre jetzt mit dem Daumen und Zeigefinger hier hinein. Ja, ich richte mir das ein bisschen, dass es angenehm ist und mache meinen normalen Griff. Jetzt habe ich sozusagen eine Schnur gespannt zwischen meinen Händen und meiner linken Schulter, kann man sich vorstellen, ja? Oder meinem Hals. So, und was ich jetzt mache ist, ich versuche jetzt diese Spannung, die hier entsteht, die ganze Zeit zu halten. Das heißt, ich bin jetzt hier und versuche mal nur zu spüren, dass das hier so bleibt. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel es übertreibe, zum Beispiel zu weit aushole oder den Ellbogen abbiegen lasse, ja, dann merke ich sofort, die Spannung ist weg. Also, das wollen wir nicht haben. Ich habe hier Spannung und jetzt bin ich hier. Und jetzt ist wichtig, dass ich im Abschwung diese Spannung beibehalte, nicht enger werden lasse und durchschwinge. Und jetzt siehst du auch hier im Durchschwung, dass mein Radius immer noch groß ist. Das heißt, ich habe keinen Zusammenbruch. Da, in der Phase hier würden sehr, sehr viele Golfer Probleme haben. Sie würden dann beginnen hier, vielleicht wenn sie das gut gemacht haben und das gut gemacht haben, würden sie dann beginnen, dann das hier zu machen. Und das ist das, was du nicht willst. Bitte, wenn du diese Übung nachmachst, ist ganz, ganz wichtig, dass du auch hier am Schluss ein großes Augenmerk drauf legst, dass hier alles noch gestreckt ist. Es geht jetzt gleich weiter mit weiteren Details zum Durchschwung. Aber wenn dir dieses Video bis jetzt gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like hinterlässt. Und zwar, wenn wir es geschafft haben, dass die Arme hier gestreckt durchgehen, dann musst du aber auch verstehen, dass das nicht die richtige Zugrichtung ist. Was meine ich damit?
Und zwar, wenn ich jetzt einen Hammer nehme zum Beispiel, ja, habe ich meinen tollen Vorschlaghammer, der hat 5 Kilo. Und ich würde jetzt den hier so schwingen, einfach hin und her. Und der ist wirklich sehr schwer. Da merke ich erstens übrigens, dass ich mit den Beinen sehr viel Aktion machen muss, dass ich nicht umkippe, nach vorne falle. Das heißt, ich muss schon richtig hier dagegen halten mit dem vorderen Fuß. Ja. Und wenn ich jetzt hier durchschwinge und jetzt nur die Arme gestreckt lasse oder ich versuche zu strecken, aber jetzt den Hammer einfach gehen lasse, ja, dann passiert das. Ja, das heißt, du siehst, ich bin nach vorne gefallen. Warum? Weil ich jetzt gar keine Gegenkraft verwendet habe, um den Hammer aufzuhalten, dass er mit mir quasi spazieren geht. Die Idee ist es, wenn du durch den Ball durchschwingst, ja, nicht im Hammer, ist es, dass wenn der Schläger hier schwer wird, dass du dagegen hältst. Ja. Also es ist wie fast beim Wasserskifahren, wenn ich da hier stehe und versuche, mich zwar anzuhalten, aber ich ziehe meine Schulterblätter etwas zurück und ich versuche hier die Kraftrichtung eigentlich zu mir zu haben. Ja. Das heißt, ich lass mich quasi langziehen, aber halte zurück. Und das mache ich mit dem ganzen Körper, indem ich mich zurück aufrichte. Das heißt, ich stehe jetzt hier, mache die Bewegung und halte quasi den Hammer auf, dass er wegfliegt, weil er würde eigentlich nämlich das machen wollen, er würde wegfliegen wollen. Und ich muss aufhalten, dass er das tut und habe dabei diese wunderschöne Struktur. Musst du das jetzt mit einem Hammer machen? Nein, es ist vielleicht ganz gut, wenn du vielleicht 2 oder 3 Golfschläger übereinander legst, ja, so angreifst und dann versuchst, dasselbe Gefühl zu haben. Ist schwer genug für die meisten, da brauchst du keinen Hammer. Einfach nur mal versuchen, dieses Gefühl zu bekommen, dass du merkst, er zieht dich weg. Und wenn du das Gefühl hast, dass es dich wegzieht und du dagegen hältst und die Arme lang werden, dann versuchst du, das in einen Golfschwung einzuordnen, hier zu implementieren. Ich habe jetzt das Gefühl, das Griff Ende zieht zu meiner Körpermitte, aber meine Arme sind gestreckt, deswegen passiert es nicht wirklich. Ein wichtiger Punkt, den du jetzt noch verstehen musst, ist, dass der Radius hier, von dem ich vorher gesprochen habe, nur dann funktionieren kann, wenn die Körperdrehung richtig ist. Und da habe ich letztens ein Video gemacht, das solltest du dir unbedingt anschauen. Da gibt es vor allem ein Thema über die Schulterblätter, das du auch verstehen solltest. Dann fällt dir diese Sache wesentlich leichter. Also, bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.